Hallo und herzlich willkommen zur Founders Night. Schön, dass du heute da bist. Wir sind die Pioniergarage, die Hochschulgruppe für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für Technologie. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Heute ist der Ralf Schneider, der CIO der Allianzgruppe, zu Gast. Hallo, Herr Schneider, schön, dass Sie da sind. Hallo, Adrian, grüß dich. Ja, CIO ist ein ganz großer Begriff. Können Sie einmal in ein paar kurzen Worten sich vorstellen, ja, wer sind Sie? Okay. Ich bin Ralf Schneider, verheiratet, drei Kinder und bin sowohl mit meiner Frau seit mehr als 25 Jahren zusammen, als auch mit der Allianz. Also ich habe seit 25 Jahren bei der Allianz und habe eigentlich bis auf einen Ausflug in den Vertrieb IT gemacht, sehr viel IT als Executive, ziemlich viele Bereiche kennengelernt und den Chief Information Officer, also nicht zu verwechseln mit Chief Investment Officer, also ich bin ein Chief Information Officer, ist man für die IT verantwortlich und den Groups CIO mache ich jetzt seit 2010, war vorher Deutschland CIO. Und habe da auch verschiedene Bereiche gemacht und im Moment verantworte ich global die ganze IT-Governance, IT-Strategie, also was ist zu tun, wie ist es zu tun und vor allem auch ganz wichtig geworden, Information Security. Jetzt haben Sie erklärt, dass Sie für die ganze Informationsthemen zuständig sind. Können Sie da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was Sie da genau machen? Ja, Allianz ist ja ein großer Asset Management und auch Versicherungsunternehmen. Und Informationsverarbeitung geht halt alles über Technologie. Und man kann sich vorstellen, die ganze Verarbeitung und zum Beispiel auch in der Allianz war Automatisierung und der erste Großrechner oder mit der erste Großrechner in Deutschland, IBM-Rechner, war bei der Allianz. Man kann sich vorstellen, die ganze Verarbeitung haben wir schon sehr früh, vor über 70 Jahren, digitalisiert. Also von daher, dieses ist für einen Versicherer nichts Ungewöhnliches. Also die ganze Informationsverarbeitung. Man kann es sich eigentlich leicht merken. IT bedeutet nichts anders, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und die große Herausforderung mit den IT-Systemen, kennt man aber überall, ist, dass man eigentlich fünf große Dimensionen bedienen muss. Also erstens mal müssen die IT-Systeme funktionieren, also sie müssen laufend verfügbar sein. Das kann auch manchmal die Herausforderung sein. Dann müssen sie leistungsfähig sein, also performant. Dann sollen sie natürlich auch das machen, für was sie da sind. Also die Funktionalität muss vorhanden sein. Und dann ist natürlich auch ein Riesenthema in der heutigen Zeit, man muss die Systeme auch schnell anpassen können an den Anforderungen des Marktes. Also man muss auch schnell verändern können. Und die letzte große Herausforderung für einen ITler ist Security, Cyber Security. Und das Herausfordernde für einen ITler ist natürlich, man kann schon beim ersten scheitern. Also wenn die Systeme nicht laufen, dann hat man richtig Ärger als IT-Verantwortlicher. Jetzt kennen das wir in der Pioniergarage auch und auch bei Startups kennen wir das. Man kann nicht überall sein und man kann nicht alles selber machen. Und da geht es direkt zur Führung über, wie führt man so einen Großkonzern, führen Sie ja. Ja, wie geht eigentlich Leadership? Also von der Ausbildung bin ich ja Mathematiker und dann habe ich in Informatik promoviert. Dann denkt man ja, man weiß einiges und man hat einiges vom Studium gelernt. Meine Erfahrung ist, wie gesagt, ich bin 25 Jahre lang jetzt in der IT der Allianz und der Abstand von dem, was ich weiß und dem, was mit der IT möglich ist oder wie sich die IT entwickelt hat, dann hat sich von Zeit zu Zeit immer weiter auseinander gebreitet. Also der Abstand wird immer größer und auch die Geschwindigkeit des Momentums von dem, was man weiß und was möglich wird, immer größer. Deswegen muss man als allererstes und wichtigstes verstanden haben bei Führung, ich muss ein Netzwerk haben von Leuten, die gewisse Themen auch können. Also was ich sehr
früh gelernt habe, ist, man muss jemanden kennen, der vielleicht das kann oder der im Minimum jemanden kennt, der das Problem lösen kann. Und dafür ist vielleicht von der Führung her ganz, ganz wichtig zu verstehen, also man muss sehr, sehr demütig vor Kompetenz sein, vor IT-Kompetenz. Also das hilft ungemein, denn das ist mein zweiter wichtiger Sache, die ich sehr früh gelernt habe. Beziehungen in dem IT-Geschäft und Netzwerke eigentlich damit sind wichtig. Und jetzt kommt aber der wichtige Nachsatz, bevor man sie braucht. Also Beziehungen sind wichtig, bevor man sie braucht. Deswegen behandle mal in der IT jeden extrem respektvoll. Du weißt nie, wann du ihn oder sie gebrauchen kannst. Und wie stellt man so ein Team richtig zusammen? Also das Erste, ich will nicht sagen, dass ich das sehr früh gelernt habe, aber in der Zeit habe ich mal immer mehr gelernt. Das Wichtigste ist da auch, was man sich immer erst verstehen und dann verstanden werden. Gar nicht so viel erzählen, was man eigentlich will und was man braucht, sondern erst einmal verstehen, was derjenige oder das Team kann. Und es ist selten, obwohl ich habe es zweimal erlebt, vor allem einmal als die Internet-Boom passiert ist, so um die 99, 2000, da durfte ich dann ein ganzes Team alleine zusammenstellen. Also ich konnte mir alle Mitarbeiter selber aussuchen. Das ist natürlich ein Idealpunkt, aber normalerweise bekommst du Abteilungen, Bereiche, Vorstandsbereiche und du musst erstmal mit den Leuten, die entwickelt, die du hast. Und da ist es ganz wichtig, herauszubekommen, was können die Leute, denn man kann fast jeden für jeden einen richtigen Platz finden. Und für die, die man keinen richtigen Platz finden kann, das ist auch meine Erfahrung, die gehen dann von alleine. Ja, also fordern und fördern, das hat, also ich kann sagen, in den 25 Jahren, ich habe eigentlich nie jemanden entlassen. Und also deswegen, es gab es aber trotzdem viel Wechsel, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann von alleine gegangen. Und dann kommt aber ein wichtiger Punkt. Wenn du dann die Chance hast, neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen, da ist es erstmal wichtig zu denken, nicht du suchst aus, sondern du musst dich bei den guten Leuten bewerben und sie müssen ins Team passen. Also nicht nur für dich, sondern du musst das auch reflektieren mit dem Team. Und was sind neben der Teamzusammenstellung die größten Herausforderungen als CIO? Man muss lernen, wie geht man mit Komplexität um. Und das habe ich viel, also Komplexität, wenn man sicherlich noch dazukommt. Also es ist extrem schwierig und es ist sehr, also diese VUCA-Welt, also ist alles sehr volatil, unsicher, komplex und auch widersprüchlich. Also man muss sich bewegen können in so einem Umfeld. Das Zweite, was auch noch extrem wichtig ist, man braucht eine gehörige Portion Frustrationstoleranz. Also man kann, ich habe mal einen Tag erlebt, an einem Tag, und da kamen drei verschiedene Mitarbeiter zu mir und haben gesagt, wir hatten ein Riesenproblem mit dem Projekt, mit den Kosten, wir hatten einen Stillstand in einem unserer wichtigsten Systeme und wir hatten ein Projekt, das ewig lang verzögert war. Also, und wie löst man dann diese Dinge? Und da muss man die Frustration ruhig bleiben, ein gutes Netzwerk haben und die wichtigen Dinge, wirklich die wichtigen Dinge, die wichtigen zuerst machen. Vergessen auch viele. Also die glauben immer, die dringlichen Dinge zuerst. Nee, die wichtigen Dinge zuerst. Ja, also manchmal sind sie auch die dringlichsten, aber aller das Wichtigste ist, die wichtigen zuerst. Ja. Ja, jetzt haben wir darüber geredet, wie man Unternehmen führt. Und jetzt
Ja, die Zeit oder die Welt war noch nie so im Wandel wie jetzt. Was sind denn Ihre Vorstellungen von Arbeit in der Zukunft, auch insbesondere bei der Allianz? Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Also ich versuche es mal mit einem Statement und würde so sagen, die Arbeit in der Zukunft und damit auch die Führung in der Zukunft wird eine vernetzte, eine Führung von vernetzten autonomen Einheiten sein mit zentraler Transparenz. Also ich möchte es mal so beschreiben. Die Komplexität geht nur in kleineren Einheiten zu beherrschen oder auch zu nutzen. Und man muss den autonomen Einheiten eigentlich zwei Dinge geben, die ganz wichtig ist. Das eine ist, sie müssen also praktisch autonom agieren können. Man muss ihnen Autonomie geben, also auf keinen Fall Micromanagement. Und man muss seinen Mitarbeitern auch Vertrauen schenken. Das Vertrauen ist aber so eine Sache, weil im Business-Umgang geht es nicht nur damit, Vertrauen, dass derjenige mich nicht betrügt, sondern auch Vertrauen in der Sache, dass er es kann und dass er will. Also dieses ist extrem wichtig. Also Vertrauen und man gibt Autonomie. Das reicht aber noch nicht. Es muss eine zweite Sache auch da sein, nämlich man muss auch was nehmen. Wenn man was gibt, es gibt nur also ein Gegengewicht und das Gegengewicht ist definitiv die Einheiten oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auf der anderen Seite Verantwortung übernehmen. Darum habe ich auch gesagt, das habe ich schon sehr früh gesagt, ich brauche keine Verwalter, die irgendwelche Aufgaben erfüllen, ich brauche Gestalter. Das ist sozusagen die Verantwortungsübernahme für das Tun. Das machen auch noch viele Verantwortungs. Und dann gibt es aber noch was Kitzliches, was man auch machen. Und ich muss transparent auch mitteilen, was ich tue. Also nicht zeigen, was ich tue. Denn sonst kann ja der Chef oder wo die Information zusammenläuft oder die Chefin, kann man ja nicht beurteilen und nicht intervenieren. Also es ist nicht ungesteuert, autonome Einheiten. Man muss die zentralen steuern. Und wie kann man nur steuern, wenn man die richtige Transparenz und die Information haben? Sonst kann ich nicht intervenieren. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges kybernetisches Prinzip. Also wie steuert man autonome Einheiten? Und dafür braucht man Informationen. Also das ist extrem wichtig. Also wie beim Fußballspielen. Das wäre so, wenn der Trainer oder die Spieler zum Trainer sagen, also stell mich auf und vertrau mir, wir werden schon gewinnen, aber bitte schau das Fußballspiel nicht zu. Ja, das geht nicht. Also man muss schon transparent dann zeigen, was man tut, damit der andere intervenieren kann, Tipps geben kann, supporten kann und so weiter. Ja, jetzt haben wir über Führung geredet, über Leadership. Was sind so Ihrer Meinung nach so die Meilensteine der Zukunft in Bezug auf Technologie, in Bezug auf Unternehmen und in Bezug auf Menschen? Vielleicht, wo kam die ganze Entwicklung der Informatik eigentlich her? Also wenn man sich mal sieht, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Norbert Wiener, der den Begriff der Kybernetik erfunden hat. Und Kybernetik ist in alle möglichen Bereiche gegangen. Also in die Biologie, die Soziologie, in die Wirtschaftswissenschaften. Aber, und die größten Kybernetiker waren die ITler, also die Informatiker. Also warum? Wenn man nämlich aus dem System Menschen rausnimmt und macht das mit Programmen, also da kann man viel mehr automatisieren, als wenn man immer den schweren Menschen hat, der ja auch mal irrational reagiert, ist viel schwerer zu steuern Menschen als Server, ja, und über Programme. Und aus der Kybernetik sind ja dann die ganzen Programmiersprachen entstanden und die Informatik ist ja eigentlich relativ einfach, aber mit dem relativ einfachen kann man hochkomplexe Systeme bauen. Also man hat einen Speicher, ja, wo man Daten ablegt, man hat einen Compute und eine CPU, in dem man Daten manipuliert und berechnet und dann hat man noch ein Netzwerk dazwischen, um
Daten mit Speicher mit Berechnungseinheit zu verbinden und über Netze. Und damit und obendrauf tut man praktisch die Steuerung und die nennt sich Programme. Und dann sind auch wieder Daten, die ausgeführt werden. Aber mit diesen Programmen kann man jetzt sozusagen wirklich wahnsinnige Dinge, wissen wir ja, was man alles entwickeln kann. Und somit ist dieses entstanden. Es ist aber zwei große Dinge, die jetzt ganz neu entstanden sind aus dieser Informatik. Und das ist Machine Learning. Weil das ist nochmal eine Dimension höher. Also man programmiert über Machine Learning Dinge, wo man, wo man eigentlich dem Programm auch eine gewisse Autonomie lässt, um praktisch Muster zu erkennen. Ich will nicht von künstlicher Intelligenz sprechen, aber man kann mit Machine Learning wirklich Muster erkennen, die einem helfen, Automatisierung noch flexibler und adaptiver zu lösen, wo man, und das muss man sich nämlich immer bewusst werden, hochkomplexe Systeme, wie zum Beispiel Übersetzungen oder auch Wahrnehmung von Objekten, gehen nicht über rein deterministische Programme, sondern das geht sehr stark über Machine Learning und Mustererkennung. Und mit dieser Mustererkennung kann man sich ganz neue Automatisierungen erschließen. Und das sehe ich als ein Riesentrend. Den zweiten Riesentrend sehe ich alles unter DevOps. Also ich kann über Cloud-Services und DevOps unabhängig von der Infrastruktur eigentlich alles zusammenbauen, was man zusammenbauen kann, braucht gar keine großen Truppen mehr von Programmierer und über Services, Software as a Service und Cloud-Konzepte. Wenn ich sehr clever bin, kann ich also richtig große Systeme zusammenbauen und extrem schnell. Also das ist das Wichtige. Also ohne große CapEx kann ich relativ schnell zusammen. Das ist der zweite große, also ich würde es mal sagen, diese ganze DevOps-Cloud-Umfeld, also das ist ein Riesenthema. Das dritte Riesenthema, was ich auch noch sehe, ist, weil es sehr dezentral ist, ich fasse es mal zusammen, alles, was mit Blockchain und Edge Computing zusammen hat und not least, wo man sich jetzt auch noch mit beschäftigen muss, ist dieses ganze Thema rund um Quantencomputing und vor allem Quantensensorik. Also das wird auch noch ein Riesenthema. Also das sehe ich als die vier großen Bereiche. Sind Sie bei autonomen agierenden Maschinen nicht auch eine Gefahr? Wenn man Kybernetik und Norbert Wiener und Heinz von Förster und so ein bisschen gelesen hat, massiv sogar. Also Kybernetik steckt ja fast ein Wort drin, nämlich Ethik. Mhm. Also wenn ich kybernetisch steuere mit dem falschen Ziel und mit dem falschen Zweck, ja, dann habe ich ein Riesenproblem. Also dann kann ich sehr totalitäre Überwachungsstaaten aufführen. Ich kann den Menschen zu Konsumenten machen. Ich kann sie manipulieren. Also eine Riesengefahr. Also man muss natürlich hier wirklich auch einen ethischen Kompass haben, wenn man solche Systeme einsetzt. Ich sehe aber noch ein zweites großes Problem, was man in der Cloud eigentlich sehen kann. Wir haben lange in der IT eigentlich Systeme gebaut, die sehr fragil sind. Was meine ich damit? Also man hat vor allem Redundanzfreiheit gehabt, also zweite, dritte Normalform, als man noch Speicherplatzprobleme hatte in den Datenbanken, dann hat man auch alles mit allen integriert. Und wenn man das aber macht, dann sind die Systeme sehr anfällig und sehr fragil. Und wenn man sie vernetzt, können die auch sozusagen über einen Cyberangriff komplett zusammenbrechen. Deswegen braucht man in der Zukunft zwei ganz wichtige Systeme, die man in der Cloud auch gelernt hat. Redundanz, damit die Systeme nicht und Entkopplung. Und jetzt komme ich zurück über die autonomen Systeme. Wenn man autonome Systeme 100% autonom macht und nicht Entkopplung,
durch menschliche Interventionen, wenn was schief läuft, dann baut man sich, also ich würde sagen, eine Höllenwelt. Also man muss extrem entkoppeln durch, wenn man sieht, dass irgendwas schief läuft, über Menschen. Also diese zwei Dinge, Entkopplung über Menschen, die Systeme dürfen nicht vollautomatisch laufen, Entkopplung über Menschen. Und diese Menschen müssen aber einen ethischen Kompass haben. Sonst klappt es nämlich auch nicht. Ja? Also wenn die dann die Systeme einsetzen für schlechte Dinge, dann funktioniert Kybernetik funktioniert halt für schlechte und fürs Gute. Also da muss man muss ein Gegengewicht finden, absolut. Ja, vielen Dank. Jetzt konnten unsere Zuschauer schon mal einen kurzen Überblick über Sie bekommen. Jetzt haben wir noch ein paar abschließende Fragen an Sie. Was sind denn, haben Sie uns ein paar Buchempfehlungen? Also ich würde, hätte ich natürlich viele, jetzt muss ich nur mal überlegen, also ich mache mal drei Bücher, die mich geprägt hat. Also das eine habe ich schon erwähnt, Heinz von Förster. Praktisch ein Schüler oder ein Kollege von Norbert Wiener, Kybernetik, also mit TH geschrieben, Kybernetik, Heinz von Förster, Kybernetik, absolut ein tolles Buch, man kann von allen Ecken da verstehen, worum es eigentlich geht. Das zweite von Benjamin Zander, das heißt The Art of Possibility. Da ist die wichtige Message, wir leben nicht in einer Welt von Beschränkungen, sondern wir leben in einem Universum von Möglichkeiten. Und das muss man sich mal immer überlegen. Also man hat Möglichkeiten und nicht nur, oder eigentlich kaum Beschränkungen. Also das ist auch extrem lesenswert. Und das Letzte, was ich jetzt aktuell noch habe, das auch schon etwas älter ist, 10 Jahre, von Nassim Taleb, Antifragilität. Also wie baut man eigentlich eine Welt, die durch Störungen, durch Unsicherheiten eigentlich leistungsfähiger wird und nicht zerbricht? Also das ist auch sehr spannend. Und haben Sie da, jetzt haben Sie schon ein paar Buchtipps gegeben, haben Sie auch noch ein paar allgemeine Tipps an Studierende? Ja, auf jeden Fall, wir hatten das Thema mit Leadership. Ich bin ziemlich sicher, das kommt durchs Internet, es kommt durch die Transparenz, es kommt durch die wahnsinnige schnelle Verfügbarkeit von Wissen, es kommt durch die ganzen Machine Learning, AI-Tools, die man hat, also leistungsfähige Helferlein. Und es wird ganz wichtig werden, man sollte sich gar nicht so sehr darauf konzentrieren, Leadership oder Leader werden zu wollen, sondern es ist echt, in der Zukunft bin ich mir ziemlich sicher, man muss was können. Ja? Also ohne Können geht eigentlich nichts mehr und man muss reflektieren, was kann ich denn? Und denn es werden in Zukunft Könner gebraucht und eigentlich immer weniger von der Anzahl eigentlich Leader. Natürlich wird man die auch noch brauchen, aber ich wette, es werden immer weniger. Also in dem Team von Experten gibt es natürlich diejenigen, die vernetzen. Ich würde sagen, die Vernetzer, das wird man auch bringen. Und in Zukunft wird noch was anderes passieren. Manchmal bin ich der Leader und in anderen Situationen, im anderen Fall bin ich dann der Follower. Also man wird nicht mehr nur eine Rolle spielen. Also in einer Netzwerkorganisation oder Ökosysteme wird man Follower und Leader beide Rollen einnehmen. Ja? Weil, was du vorher schon mal gesagt hast, man kann ja gar nicht mehr allein alles wissen und in jedem Ding über der Leader sein zu wollen, da muss man auch mal bereit sein, der Follower. Also man muss sich in Netzwerken bewegen können. Und deswegen würde ich immer sagen, solide Einstellung und sich auf Können konzentrieren. Und da würde ich noch einen Tipp abgeben, habe ich auch gelernt, wenn man sich drei Sachen
merkt, dass man als Kinder auch gelernt hat, dann kommt man, bin ich mir sicher, sehr weit. Das eine ist, man sollte auf jeden Fall immer neugierig sein, sich immer die Neugierde erhalten, wissen wollen, verstehen wollen, warum was ist, was einen interessiert, Neugierde. Das zweite, auch achtsam. Man sollte seine Umwelt immer achtsam beobachten, so wie Kinder das auch machen. Sehr achtsam sind auf das Umfeld, egal in welchem Umfeld man ist, Achtsamkeit. Und das dritte würde ich sagen, immer freundlich, weil die Welt wird so schwierig und so komplex und so vernetzt. Also Freundlichkeit sieht man ja auch bei Kindern, die erschließen sich ihre Welt mit Lachen, also mit Freundlichkeit. Ist klar, weil sie die Vernetzung suchen. Und also Freundlichkeit, Achtsamkeit und Neugierde. Also wenn man sich das erhält, so lang wie möglich, dann kann gar nichts passieren. Ja, und die Neugierde kann man sich jetzt auch erhalten, wenn man in den Zoom-Call noch mit reinkommt. Wir konnten jetzt hier einen kurzen Überblick geben über Ralf Schneider, haben über ein paar interessante Themen kurz angeschnitten und die können wir jetzt noch weiter vertiefen. Wir freuen uns, wenn viele noch von euch in den Zoom-Call mit reinkommen und eure Fragen dem Herrn Schneider stellt. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Das war ein Event von der Pioniergarage. Pioniergarage, die Hochschulgruppe für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für Technologie. Nächste Woche ist Jan Juncker da. Der ist der Gründer von Ubimax und der ist jetzt bei TeamViewer Vice President. Da findet ihr einen Link zu in der Videobeschreibung zu unserer Eventübersicht und ihr könnt auch unseren Event-Newsletter abonnieren und Link zum Zoom-Call findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir freuen uns und ja, vielen Dank. So.